So, wir müssen Nami helfen. Auf der Suche nach der goldenen Stadt machen wir natürlich gerne. Dafür müssen wir aber wissen, wo wir hin müssen. Enel ist erschienen. Das war klar, dass wir gegen den noch kämpfen müssen. Ich bin mal gespannt, wie anspruchsvoll der Kampf gegen Enel wird. Ob das ein wildes Geschlachte gibt oder ob das so ein anstrengender Kampf ist. Zoro hat sich zeitweilig aus dem Kampf zurückgezogen, weil er sich, glaube ich, gegen einen anderen Schwertkämpfer hier oben, einer der Priester, gekämpft hatte, glaube ich jedenfalls. Genau, so frisch sind meine Erinnerungen auch noch nicht mehr. So, wir fangen erstmal an und nehmen das Territorium hier ein. Goldene Stadt wurde nicht gefunden. Das heißt, wir müssen an einem anderen Ort weitersuchen. So, da sind wir im Upper Yard Zentrum. Und Schatzereignis? Und wo? Weitere Verstärkung von Enels Armee sind aufgetaucht. Ist das so? Ich werde einfach mal versuchen. Ich wollte eigentlich das Territorium mehr einnehmen, aber Schatz-Events, und ihr wisst, Schatz-Events sind unsere Events. Und deswegen gehen wir dem netten Himmelskommando-Kommandanten gleich mal entgegen und zeigen ihm, was ein Gummum-Gewehr ist. Und wenn er das noch nicht verstanden hat, dann kriegt er gleich nochmal eine Kopfnuss. Ach, schade. Ah. Ich glaube, ich habe es verstanden. So, das war das Erste. Jetzt müssen wir schnell in diese Richtung hier laufen, laufen, laufen. Denn da oben jetzt noch einen Kommandanten. Enels Verstärkung. Wahrscheinlich wird das das Schatz-Event auslösen. Hoffentlich jedenfalls. Hier steht Sanji. Guten Tag. Und da ist der Kommandant. Und natürlich kriegt auch der erstmal das Gum-Gum-Gewehr in den Nacken. Bevor wir hier zack, zack. Ich wüsste gerne. Schatz-Event oder Ereignis. Ja, der heimliche Helfer, der die Flying Lamp repariert hatte während der Rast. Und ich weiß gar nicht, ob bekannt ist mittlerweile oder ob ich weiß, wer dieser Helfer wirklich war. Es wurde ja zwischendurch dann eben vermutet, dass es der Geist von Creek Noland ist, der ja damals hier auf diese Insel gefahren wurde. Der Vorfahre von dem Creek, der ja unten auf der Erde gewohnt, also auf Jaya gewohnt hatte, wo wir ihn entdeckt hatten. Yeah. Okay, Robin wurde hinterlistig überfallen. So, wir müssen Nami immer noch helfen. Und deswegen geht's direkt nach unten. Besiege das Himmelskommandanten-Kommandant. Was? Finde einen anderen Suchpunkt. Enel ist erschienen hinter uns. Entschuldigung, aber da drehe ich direkt um. Und wir sehen ja schon, was er hier für eine Kraft auspackt. Ist aber schon halb tot. Lol. Hey, Enel kann halt auch nichts machen gegen die Macht der Gum-Gum-Frucht. Und wenn wir ihn gerade mal schon mal vor uns haben, dann machen wir gleich den Kizuna Rush. Da da da. Drei Leute verhauen einen Gott. Zack. Mega genial. Und mit einer Kizuna Rush Spezialattacke, wenn wir ihn damit besiegen, ich glaube, das gibt immer so einen kleinen Bonus noch. Ich habe auf jeden Fall große Hoffnung. Wems. Sehr gut. Enel im Rückzug. Ich hoffe, wir sehen gleich. Wahrscheinlich werden wir sehen, das Ende von Enel. Wenn ich da jetzt nicht schon zu viel gespoilert habe, aber eigentlich ist es ja klar.
Captain. Ich werde nichts weiter spoilern, nur dass es mega episch ist, jedenfalls aus dem, finde ich. Und hier ist noch ein bisschen was aufzuräumen. Und wir machen mal Partnerei mit Nami. Ihr nervt mich, dann nerv ich zurück. Ruffy ist schon mega stark und kriegt immer mehr Kombos dabei. Das freut mich in der Tat sehr. So, ein Basenkommandant. So, wie war das jetzt? 1, 2. Und dann ist das das. Okay, und wenn ich jetzt 1, 2 und das. 1, 2. Ich versuche mich gerade ein bisschen zu orientieren, wo wir die Kombo machen, wenn man sie so aufbläht. Da war sie. Ach, das ist einfach eine Folgekombination. Sehr gut. Gut, wir müssen dann mal woanders hin. Wir haben einen der Suchpunkte erreicht, Nami, und wahrscheinlich wird sie die goldene Stadt nicht finden. Wir gehen in der Zeit mal hier runter. Goldene Stadt wurde nicht gefunden. Oh, wir müssen andersrum. Hier runter. Mission erfolgreich. Alle Suchpunkte wurden gefunden. Ah, sehr gut. Viper ist aufgetaucht. Der Mann mit seiner starken Bazooka. Blaumehrer, das ist unser Spitzname. Nicht schwer zu erraten, warum. Besiege Viper ist unsere neue Mission. Wir werden aber vorerst erstmal dieses hübsche... Bumm. Ja, jetzt weiß ich, wie die Kombi geht. So und dann den hier. So, Nami hat ihre Heldenkraft auch gerade eingesetzt. Das heißt, wir sind ready to go, um uns den netten Herrn hier zur Brust zu nehmen. Nebenbei, solange die Leute hier natürlich noch nicht in Gefahr sind, können wir auch ganz beruhigt erstmal die Territorien noch einnehmen. Denn wir sehen, zwei Territorien trennen uns noch vor Viper. Kopfnuss. Ich mag die Kopfnuss-Kombi. So, hier gibt es noch ein paar Leute. Aua. Das, das und das. So, besiege Viper ist immer noch unsere Aufgabe, aber wir werden uns natürlich, wie gesagt, vorerst erstmal damit zufrieden geben, dieses Territorium einzunehmen. Und da war jemand wieder super schlau und hat vergessen, seine Steam-Overlay auszumachen. Ich freue mich. Naja, egal. Ich hoffe, der Kollege hat nichts dagegen, namentlich in Erscheinung zu treten. So. Obwohl das bei Steam-Namen ja auch immer, glaube ich, so eine Sache ist, weil die ganzen ganzen Spitznamen Steam, das ist ja alles nichts Festes. Das heißt, wenn man da jetzt nach den Spitznamen sucht, hat man auch nicht so viel Erfolg. Ich möchte mir die Kinsuna Rush gerne für Viper aufheben, deswegen nutze ich das jetzt gerade hier nicht so viel. Aber wir wollen natürlich das Territorium hier einnehmen. Wumm! Da. Und das sieht doch schon sehr gut aus. Da haben wir das übernommen. Und jetzt geht's auf zu unserem guten alten Freund Viper, der etwas gegen uns hat, denn wir sind Blaumehrer und wir haben den Zorn des Innels auf uns gezogen. Und Nami kommen wir natürlich zur Hilfe. Ich muss, wenn das hier so weitergeht, gleich mal einen kleinen Cut setzen. So, wie ich das gerade geschafft habe, weiß ich auch noch nicht so genau. So, Viper ist zwar stark mit seinen Speed-Dials an seiner Hacke, aber er hat natürlich nicht stark genug, um es mit einer, mit der Strohhutbande auf sich aufnehmen zu können. Ist ja klar. Ha. Komm her, ich will dich krabbeln. Zack. Ach Mensch. Lass dich krabbeln, so. Und hinher. Und ein Megakopfnuss. Und zum Schluss nochmal
Zack. Hat gereicht. Ich wollte schon sagen, hat nicht gereicht, weil er noch ein kleines Fitzelchen Leben hat. Cutscene. Genau der. Sehr, sehr gut. Chandiana kämpfen gemeinsam mit den Strohhutpiraten. Und wir können ihn auch als zerstörbare Wände. Mit Hilfe deiner Crew kannst du manche Wände und Fallen zerstören. Der erforderliche Charakter wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wähle ihn aus und zerstöre das Hindernis mit der Aktionstaste. Wir haben ihn jetzt direkt schon ausgewählt und müssen das Ding nur noch zerstören. Yeah. Und damit machen wir uns auf den Weg zu den Ruinen nach Chandia oder zu den Ruinen von Chandia. Da hat es noch so eine Wand, die wir zerstören können. Ich glaube, alle lila markierten Wände müssten das sein. So, die Strohpiraten und Viper rücken vor. Wir rücken mit und das müsste ja schon gleich der Eingang der goldenen Stadt sein. Mehrere Touretten wurden von der Schockwelle der Milky Road eingenommen. Okay. Sehr gut. Und Enels Armee ist aufgetaucht und hat einen Haufen Zeugs eingenommen. Enel! Direkt vor unseren Füßen! Welch eine Ehre! Darf ich dich vor deinen Leuten verprügeln? Hilft Chopper? Ist Chopper bei uns? Ja, Zorro ist auch wieder da. Ich würde gerne mit Enel seine Leute verprügeln. Ich weiß nicht mehr so genau, welcher Befehl das war. Das ist es. Zack. Du mit deinen scheiß Donnervögeln. Die sind vielleicht stark, aber nicht so stark. So, Enel hat sich vorübergehend zurückgezogen. Ja. Feiger Affe. Jetzt einen auf dicke Hose macht. Oh, die Kizuna Rush aus Versehen aktiviert. Aber mit allen wirklich. Sehr gut. Öffne bitte das Tor für uns. Wärst du so nett? Nein, ist er gerade nicht. Okay. Chopper ist hier. Und wir rennen jetzt natürlich sofort hier durch zu den Ruinen. So, mal sehen, wie viele Leute wir hier finden beim Upper Yard Nordwest. Mega stark, dass wir Viper in unserem Team haben. Finde ich echt gut. Und dann räumen wir mal auf. Oh, falsche Richtung. Na super. Ja,
Frieden. Sehr gut. Unterstütze meine Freunde nicht. Errungenschaft freigeschaltet. Wahrscheinlich irgendwas von wegen Kizuna Rush mit allen möglichen Leuten oder mit eine bestimmte Anzahl irgendwie ausfüllen. Irgendwie sowas bestimmt. Gut, wo müssen wir hin? Erreiche die Ruinen. Achso. Da können wir gleich durch das feindliche Gebiet hier noch gehen. Dann haben wir das auch. Gum, gum, Gewehr! So. Chopper hat hier natürlich schon ordentlich Vorarbeit geleistet. Aber den Rest können wir natürlich auch noch machen. Gar keine Frage. Und Viper hilft uns sehr gut. Und das Reject-Dial, eine sehr, sehr starke Form der Diale. Territorium eingenommen. Sehr gut. Das heißt, wir können hier in diese Richtung weitergehen. Und eben mal von unserem Freund das Ding jetzt zerstören lassen. Und er hat fast Heldenstatus. Also er hat Heldenstatus und ist fast fertig damit. Das heißt, er kann bald seine Heldkraft aktivieren. Und wir haben die Ruinen erreicht. Mission erfolgreich.世界の盗賊どもとシャンディアが手を組んで何を企んでいるのかと思えば狙いはそれか。悩み大きこの世だ。子羊が何を望もうと構わんが、空に根付くこの国そのものが土台不自然な存在なのだ。土には土の、人には人の、神には神の帰るべき場所がある。 そうだ。全ての人間をこの空から引きずり下ろしてやろう。そんなことをすれば黄金の金までも失ってしまう。あの金はあなたたちで欲しいものの、はずよ。心配には及ばん。すでに金がある場所の目安はついている。このサバイバル、予想より生き残りが多くなったな。 Genau das. Kommt jetzt der Kampf? Ja, Enel. Ja, mit seinem gigantischen Luftschiff aus Gold. Denn Gold leitet gut Elektrizität. Das wissen ja die meisten bestimmt. Deswegen sind viele Kontakte auch vergoldet. Dürfen wir jetzt auf dem Schiff mit ihm kämpfen? Dürfen wir auf dem Schiff gegen Enel kämpfen? Es wäre mir eine Freude. Der Erdboden hat sich verändert, die Strompiraten wurden wieder getrennt. Schieß nicht auf mich, das hat aber so keinen Sinn. Denn wir sind Monkey D. Ruffy. Schatzereignis. Und da müssen wir hier lang. Die Bedingungen zum Sieg haben sich geändert. Interessant.